Rock Taylor, der Tiefseetaucher und Schatzsucher, schwenkte seinen rechten Arm und leuchtete jetzt mit der Unterwasserlampe in Richtung Korallenriff. Plötzlich traf der Lampenstrahl etwas Rundes, Großes, das vom Wasser getragen wurde und vor ihm schwebte. Es war kein Kugelfisch. Der hatte eine andere Form und der hatte auch keine Haare. Der Taucher glitt noch näher an den behaarten Gegenstand heran und konnte ihn jetzt genau erkennen. Es war ein Kopf, der Kopf eines Menschen mit einem aufgerissenen Mund, in dessen oberer Zahnreihe zwei lange Vampirzähne schimmerten. Rock Taylor hatte schon viel in seinem Taucherleben gesehen, aber so etwas noch nicht. Der Anblick war einfach grauenhaft. Dieser im Wasser schwebende Kopf war nicht abgeschlagen oder abgeschnitten worden. Nein, er ist abgerissen worden. Nur ein großer Raubfisch konnte diesen Kopf vom Körper gebissen haben, mutmaßte der wachsame Taucher. Dann musste dieser Mann ein Haiopfer gewesen sein. Aber wie kam er zu den spitzen Eckzähnen? Warum war kein Blut zu sehen? Und wo steckte der Killerhai, der ihn enthauptet hat? Fragte sich Rock Taylor stirnrunzelnd und blickte scharfäugig durch die Taucherbrille. Langsam trieb der tote Vampirschädel an ihm vorbei. Doch schnell wurde er von der Tiefseeströmung gepackt und verschwand flugs im Dschungel des Korallenriffs. In Rock Taylor erwachte der Kampfgeist. Das Jagdfieber war in diesem Augenblick stärker als sein Suchtrieb nach Meeresschätzen. Der Hai, der den Meervampir geköpft hat, musste irgendwo in der Nähe lauern. Denn die blutleere Beute stillte sicher nicht seinen Mordshunger nach Menschenfleisch. Rock Taylor spähte angestrengt durch die glasklare Meeresbrille. Er konnte weit und breit keinen Raubfisch sehen. Doch urplötzlich, wie aus dem Nichts, tauchte vor ihm der Killerhai auf, riss beutegierig sein spitzzahnreiches Riesenmaul auf und wollte. Aber Rock Taylor zog geistesgegenwärtig und blitzschnell seinen unterarmlangen Taucherdolch stach knallhart zu und schlitzte die wuchtige Hai-Nase brutal auf. Der nasenzerfetzte Riesenhai machte abrupt kehrt und schwamm blutriefend und geschwind in Richtung Korallenurwald. Plötzlich erspähte der Schatztaucher Rock Taylor ein Schiff, ein untergegangenes Schiff. Das gesamte Schiff stand schief, war mit Algen und Muscheln übergrustet, aber noch sehr gut erhalten. Die drei Schiffsmasten gab es noch vollständig. Sogar die Segeltücher waren unzerstört und bewegten sich schwingend in der tiefen Meeresströmung. Rock Taylor schwamm auf den uralten Kahn zu und zielte mit seiner leicht starken Taucherlampe auf den verkrusteten Schiffsleib. Der Schatzsucher interessierte sich für die Ladung und die lag todsicher im Bauch des Schiffes. Vielleicht lag darin eine wertvolle Ladung, Goldstücke oder Schmuckgegenstände oder beides. Seine Schatzgier wuchs ins Unermessliche und verbannte jeden Gedanken an Gefahr. Da erblickte Rock Taylor
im Lampenstrahl ein riesengroßes Leck. Nachtschwarz sah darin das Wasser aus. Lautlos wie ein Fisch glitt der Tiefseetaucher in das türgroße, stockfinstere Loch. Dank des weitstrahlenden Lampenlichts konnte er im Schiffsbauch Ladekisten erspähen. Aber es waren keine gewöhnlichen Ladekisten, es waren Särge. Starräugig betrachtete er die großen, düstergrauen Särge. Rock Taylor, dem erfahrenen Schatztaucher, jagte ein Schauer über den Rücken. Plötzlich sah er einen Geist, den leichenblassen Vampirschädel, der vor wenigen Minuten an ihm vorbeizog. Todesangst beschlich den Meeresabenteurer. Rock Taylor blickte furchterfüllt durch die Taucherbrille, denn wie von Geisterhand hob sich langsam ein Sargdeckel. Und aus der uralten Totenkiste stieg eine Gestalt, die wie ein Seeräuber aussah und deren Kleidung zerfetzt am Körper hing. Bleich, aufgedunsen und blutleer war die Haut. Ein regelrechtes Monster kletterte aus dem Sarg. Als es das Maul öffnete, wurden zwei riesige Vampirzähne sichtbar. Die einzigen, der die übrigen Zähne hatte, dieser Unterwasserblutsauger verloren. Blitzrasch schwamm der Piratenvampir an Rock Taylor heran und grub mordsdurstig seine übergroßen Fangzähne in den sonnengebräunten Hals des schatzgierigen Schifftauchers. Ich bin noch immer blutdurstig.